Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin. In 3 Tagen beginnen sie. Ein großes Fest des Sports oder eine große Bühne, auch für Betrüger? Es gibt saubere Athleten, klar. Aber Sie müssten fragen, wird es saubere Sieger geben? Das ist die richtige Frage. Ich ziehe das EPO auf eine 1-Milliliter-Spritze, 1000 Mikroliter. Jetzt spritze ich die subkutane Injektion in meinen Unterbauch. Ganz vorsichtig, dann tut's nicht weh. Du drückst einfach die Haut zusammen, ein kurzer Druck und das war's. In seiner Zeit als Leichtathlet spritzte er sich jahrelang. Dann begann er, andere zu dopen. Er weiß, wie es geht. Und er weiß, wovon er spricht. Es ist der Mann, der die Sieger der kommenden Leichtathletik-WM pauschal verdächtigt. Mexico City, Sommer 2009. Wir treffen ihn, Angel Heredia, 34 Jahre. Seine Freunde nennen ihn Memo. Ständig wechselt er Wohnorte, Handynummern, E-Mail-Adressen. Als sei er immer auf der Flucht. Mexico City ist ein idealer Ort für Doper und deren Hintermänner. Hier in Mexiko gibt es eine große Auswahl an Steroiden, Testosteron. Du kriegst dir Wachstumshormone, Insulin, EPO. Für mich war nichts unmöglich. Alles war möglich. In einer 20-Millionen-Metropole wie Mexico City fällt einer wie Angel Heredia kaum auf. Er hatte bei den US-Behörden als Kronzeuge ausgepackt, nachdem sein Wirken 2005 aufgeflogen war. Dann tauchte er unter. Jetzt suchen ihn die Ermittler wieder. Sie wissen, über ein Jahrzehnt hatte Heredia großen Anteil daran, dass viele der besten Leichtathleten die Sportwelt betrogen. Er dopte die Besten. Er war der Dealer der Weltleichtathletik. In den letzten 10 Jahren hatte ich Kunden in Mexiko, Europa, der Karibik, den USA. Ich hatte mindestens 45 Athleten und von diesen 45 waren mindestens 32 Weltklasse. Sie sind sicherlich vertraut mit Antonio Pettigrew, Jerome Young. Sie kennen sicher Marion Jones, Tim Montgomery, CJ Hunter, Dennis Mitchell. Mit den besten Sprintern des letzten Jahrzehnts stand ich in Verbindung. So ziemlich jeder Top-Athlet, den Sie sich denken können. Jetzt kommt Marion Jones! Marion Jones fliegt nach vorne! Montgomery gewinnt! Überlegen! 9,78 Sekunden! Jerome Young auf der Bahn 6 führt noch! Jerome Young gewinnt! These athletes. Diese Sportler hatten verschiedene Quellen in der ganzen Welt. Aber sie kamen zu mir. Warum? Weil ich bestimmte Mittel kriegen konnte. Alles, was du brauchst. Es war ganz einfach, von Mexiko aus die besten Leichtathleten zu beliefern. Angel Heredia zeigt uns, wie es geht. Eine Apotheke im Stadtzentrum. Wir beobachten mit versteckter Kamera. Nach nur einer Minute haben wir Wachstumshormon in der Hand. Sag mal, können wir auch EPO bekommen? Offensichtlich kein Problem. Haben Sie eigentlich Gonacor? Im Angebot auch dieses spezielle Hormon. Eigentlich ein Medikament für Frauen. Männer dopen damit. Und gleich in die nächste Apotheke. Auch hier ist kinderleicht EPO zu haben. Alles rezeptfrei. Das nötige Spritzbesteck wird bei Bedarf gleich mitgeliefert. Die Ausbeute nach nur einer Stunde Einkaufen mit Angel Heredia. Abnehmer für diese Produkte standen einst Schlange bei ihm.
Wir bräuchten 3000 bis 4000 Einheiten EPO für die Weltmeisterschaft. Testosteron und Adrenalin für den Wettkampf. Schick mir Wachstumshormon nach Hause, ich laufe in Zürich. Ich habe eine Frage wegen des IGF. Weil der Insulin drin ist, ist es besser, als Insulin allein zu nehmen? Angel Heredia ließ sich bei den Wettkämpfen seiner Kunden fast nie blicken. Er blieb lieber stets im Hintergrund, machte seinen Job im Geheimen. Die Spuren führen in seine Heimatregion, an die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Hier lebte er lange Zeit. Im Gebiet zwischen Texas und der Region Tamaulipas im Nordosten Mexikos. Von hier aus betrieb er über ein Jahrzehnt lang seinen schwungvollen Handel mit Dopingmitteln für Leichtathleten aus aller Welt. Nur der Rio Grande trennt das mexikanische Wüstenstädtchen Nuevo Laredo vom texanischen Laredo. Die Grenze, ein Einfallstor für Drogen aller Art. Hier bekriegen sich die Drogenkartelle. Das Geschäft mit Sucht- und Dopingmitteln floriert. Es verspricht Milliarden auf dem Weltmarkt. Wir sagen offenes Tor dazu. Viele Sportler lebten in den USA, in Texas zum Beispiel. Gut, dass ich gleich in der Nähe war. Vor wenigen Tagen an der Grenze. Über diesen Übergang schmuggelte Heredia bis 2005 Dopingmittel für seine Athleten. Wir wollen nun sehen, ob dies im Sommer 2009 auch noch möglich ist. Heredia will uns hier nicht begleiten, zu gefährlich, sagt er. Wir treten allein als Touristen auf. Mit dabei die Dopingsubstanzen, die wir in Mexico City gekauft hatten. Die Grenzanlagen schwer bewacht. Die US-Amerikaner behaupten, sie tun alles, um den Drogenkartellen hier Einhalt zu gebieten. Filmen an der Grenze verboten. Wir beobachten das Auto mit den Dopingmitteln mittels einer versteckten Kamera aus einem dahinterfahrenden Fahrzeug. Eine Stunde Wartezeit. Dann sind wir am Checkpoint. Nur eine kurze Kontrolle. Niemand schaut ins Auto rein. Nicht einmal der Kofferraum muss geöffnet werden. So einfach gelangen Dopingmittel über diese angeblich gut gesicherte Grenze. Und von den USA aus in die ganze Welt, auch nach Europa. Oberösterreich, Salzkammergut. Wir sind mit Stefan Macina verabredet, auch er ein ehemaliger Leichtathlet. Bis vor ein paar Monaten saß er noch im Gefängnis, Untersuchungshaft. Der Grund? Verdacht auf Dealen mit Dopingmitteln. Auch 2009 war er noch im Geschäft. Meine eigene Arbeit habe ich so betrieben, dass ich die Athleten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass ich die mit bestem Wissen und Gewissen einfach versorgt habe. Wobei man den Begriff versorgt vielleicht erklären sollte. Auf der einen Seite natürlich sich darum kümmern, dass die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und auf der anderen Seite keine positiven Dopingtests dabei herauskommen. Vom beschaulichen Örtchen La Kirchen aus ging Macina seinem Hauptjob als Manager im internationalen Sport nach. Er sah sich als Berater und Freund vieler Athleten. Das kleine Büro fungierte aber auch als Kommandozentrale für Doping. Von hier aus steuerte Macina bis Frühjahr 2009 Dopingprogramme für Sportler, vor allem aus Europa. Auf der einen Seite habe ich mir Informationen besorgt von Ärzten, von Kollegen, von Sportlern, wie funktioniert was, wer braucht was. Also das zu erforschen, wie tickt praktisch jeder einzelne Athlet und den dann darauf abzustimmen, was er wirklich braucht. In der Abgeschiedenheit der oberösterreichischen Berge war Macina exzellent international vernetzt. Seine Kunden, Radsportler, Triathleten und Leichtathleten. Auch ein Deutscher war darunter. Ich hatte einen deutschen Leichtathleten, einen Topläufer. Allerdings hatte ich nie direkten Kontakt zu ihm. Das ist über einen Mittelsmann gelaufen. Ich habe ihm Designersteroide zukommen lassen. Und das war in den letzten Jahren jetzt noch?
Das war in den letzten Jahren, ja. Gehört es zur nationalen Spitze? Ich denke, ja. Dieser deutsche Athlet, den Machina mit Designer-Steroiden versorgt haben will, ist deutscher Meister in diesem Jahr. In den letzten Jahren hatte er demnach gedopt, wurde aber nicht erwischt. Die Dopingfahnder können viele Substanzen, wie wir sie etwa in Mexiko gekauft haben, gar nicht oder nur schwer nachweisen. Zum Beispiel Wachstumshormon. Noch nie wurde ein Athlet damit des Dopings überführt. Nun, ich muss sagen, wahrscheinlich 9 von 10 Athleten nehmen Wachstumshormone. Das Zeug ist teuer. Anfangs war es sogar noch teurer, aber jetzt nicht mehr. Früher hatten es einige Firmen einfach überteuert verkauft. Nachts in Mexico City. Angel Heredia ist studierter Chemiker mit 2 Diplomen. Er kann, wenn er will, raffinierte Dopingmittel immer noch selbst herstellen. Okay, was ich hier herstelle, sind 50 Milligramm einprozentigen Testosterons, eine einfache Dosis. Wenn das auf die Haut aufgetragen wird, werden davon nur 10% aufgenommen und gehen in den Blutkreislauf. Das kannst du 1-2 Mal am Tag machen, immer abhängig von den Dopingjägern. Wirst du in den nächsten 2 Stunden getestet, kannst du einfach die Dosierung verändern. Zum richtigen Zeitpunkt angewendet, für Dopingtester in den seltensten Fällen nachzuweisen. Die Variation der Dopingmittel fast unermesslich. Wenn du als Athlet besser wirst, wenn du anfängst, Geld zu verdienen, wenn du über 50.000, 100.000, über 300.000 Dollar im Jahr bekommst, dann wirst du clever, willst nichts riskieren, willst sicher gehen, dass du trotz allem immer eine Garantie hast, du bist sauber. Du sorgst dafür, dass es kein Problem gibt, egal wann du getestet wirst. Du kannst einfach deine Probe abgeben und sie wird sauber sein. Im ersten Moment hat's geklappt. Oh, stark. Ja, ist dann das zu glauben? Ich habe die Tester viele Jahre richtig gut getäuscht. Und wenn ich mich jetzt entscheiden würde, wieder einzusteigen, könnte ich es heute noch, auch wenn es schwieriger wäre. Ich bin fertig damit, aber wenn ich wollte, ist es ein Kinderspiel. Am nächsten Morgen lässt Angel Heredia uns gegenüber durchblicken, er berät Athleten heute immer noch. Konkreter will er nicht werden. Aber er zeigt uns, dass er auch heute noch auf ein Netzwerk zurückgreifen kann. Er nimmt uns mit in eines von vielen Laboren, in denen er ein- und ausgehen kann, wie es ihm beliebt. Nach einem kurzen Vorgespräch dürfen wir hier offen drehen. Angel Heredia ordert für uns einen Bluttest, wie er sie früher stets für die dopenden Athleten durchführen ließ. Sie sagt, sie benutzt eine neue Spritze, also keine Angst, dass die hier gebrauchte Nadeln verwenden. Er kann in diesem Labor genau erfahren, wie er den Sportler ideal auf Dopingmittel einstellen kann. Voraussetzung für Gebrauchsanweisungen für den Betrug im Sport. Gebrauchsanweisungen wie hier. Zum Beispiel für einen Hürdensprinter, der auch an einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft teilnahm. Anbei der Zeitplan, den ich dir gemacht habe. Am Freitag nimmst du IGF-1 und die Testosteronsalbe. Samstag und Sonntag nichts. Montag und Dienstag Testosteronsalbe.
Am Samstag nimmst du 6 Stunden vor dem Rennen das Steroid. IGF-1, 10 Einheiten nach dem Rennen. Ich habe sie davor geschützt, dass sie keine gesundheitlichen Probleme kriegen, ihnen beigebracht, wie sie bestimmte Mittel anwenden müssen, wenn sie die nicht kannten, worauf sie achten müssen, sodass sie nicht über den Limits liegen, falls ein Test kommt. In speziellen Laboren in den USA wurden die Doper, darunter Weltmeister und Olympiasieger, vor Wettkämpfen getestet, um auf Nummer sicher zu gehen. Es kam vor, dass Athleten zu diesem Zeitpunkt noch positiv waren. Im Wettkampf war dann nichts mehr nachzuweisen. Dieser Betrug lässt sich auch heute perfekt organisieren. Anfang August 2009, kurz vor den Weltmeisterschaften in Berlin, verschickt Heredia für uns die Urinprobe eines Strohmannes. Wir wollen, dass sie in einem renommierten Labor, das gezielt nach Dopingmitteln sucht, überprüft wird. Nach 2 Tagen ist das Ergebnis da. Es geht um Stimulantien im Urin. 5. August 2009. Alles ist okay. Negativ. Unser Strohmann könnte risikolos, wenn er qualifiziert wäre, an den Weltmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Was denken Sie als Leichtathletik-Fan? Können Sie sich hinstellen und sagen, diese Athleten da laufen ständig so schnell? Die Weltrekorde purzeln nur so? Und Sie haben keine Ahnung von irgendwelchen leistungssteigernden Mitteln. Und dann kommt jemand und sagt, der muss gedopt sein. Und dann sagen sie, nein, er hat jeden Test bestanden. Aber wie soll ein Testsystem glaubwürdig sein, das so viele Lücken hat? Damit aber überhaupt der Versuch gelingen kann, diese Lücken zu schließen, muss erstmal ein Kontrollsystem existieren. Jamaika. Badeparadies in der Karibik. Wie sieht es mit den Dopingkontrollen in der Heimat der besten Sprinter der Welt aus? Die Hauptstadt Kingston. Viele Jamaikaner träumen davon, so wie er zu sein. Usain Bolt. Hier trainiert der Superstar der internationalen Leichtathletik, der schnellste Mann der Welt seit den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Immer wieder mal schauten hier Dopingkontrolleure aus Europa oder den USA vorbei. Ihr Auftrag? Jamaikanische Sportler zu testen. Vor allem aber den Olympiasieger. Ich finde es gut, getestet zu werden. Das ist besser für die Athleten und sorgt dafür, dass der Sport wieder das wird, was er mal war. Wir kriegen dadurch mehr Aufmerksamkeit und Sympathie bei den Leuten und sie hören auf, Fragen zu stellen, ob wir auf Drogen sind. Haben Sie jemals gedopt? Bitte was? Haben Sie jemals Drogen genommen? Kamen Sie jemals in Versuchung? Waren Sie jemals in der Situation, dass Ihnen jemand leistungssteigernde Mittel angeboten hat und wie haben Sie da reagiert? Nein, nein, ist nie passiert. Um das zu überprüfen, bedarf es aber nicht nur internationaler Kontrolleure in Jamaika, sondern auch eines unabhängigen Testsystems vor Ort. Als Teamarzt der jamaikanischen Leichtathleten und gleichzeitig oberster Dopingwächter des Verbandes fungierte Herb Elliott. Dies war Anfang 2008. Von Januar bis März haben wir 68 Tests gemacht. Es war so eine Mischung. Entweder Dopingkontrolleure aus Europa kamen oder ich habe es gemacht. Am anderen Ende der Stadt trainiert der größte Konkurrent von Usain Bolt, Asafa Powell, Weltrekordhalter vor Bolt. Sein Trainer ist Stephen Francis. Wir fragen ihn, wie oft Herb Elliott oder andere Jamaikaner hier getestet haben. Kein Jamaikaner macht hier Tests. Keiner von denen hat uns hier kontrolliert, außer bei den Landesmeisterschaften. Sie wüssten, wenn Herb Elliott hier getestet hätte? Klar würde ich es wissen. Ich verstehe nicht, wie er Ihnen das erzählen konnte. Das war doch letztes Jahr ein großer Streit. Misstrauen. Zudem, schon lange vor Olympia 2008 in Peking gab es Hinweise, dass in Jamaika nicht alles mit rechten Dingen zugeht. 12. Dezember 2007. Ein Mann trifft sich in New York mit Richard Pound, dem damaligen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Büro der Rechtsanwaltskanzlei Steigman Elliott sagt dieser Mann dem weltweit ranghöchsten Dopingbekämpfer zunächst, er habe sichere Informationen, dass in Jamaikas Leichtathletik gedopt werde.
Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Sein Name Victor Conti. Lange Jahre einer der gerissensten Dopingdealer der Welt. Das Dopen in der Vorbereitung auf Peking ging los im Oktober, November, Dezember 2007. Dann haben sie die Einnahmen stetig verringert, bewahrten trotzdem die Leistungsfähigkeit, die sie durch Steroide, EPO, Wachstumshormon und Insulin bekommen hatten. Und darauf bauten sie dann auf, in der Zeit, in der sie ihr intensives Krafttraining machten. Conti gibt WADA-Präsident Pound Hinweise zu Dopern und deren Hintermännern in Jamaika. Die Informationen, so Conti, stammten unter anderem von einem Athleten, mit dem er lange zusammenarbeitete. Er lebte in Jamaika und trainierte mit vielen der jamaikanischen Top-Athleten. Dabei wurde er von einer Person angesprochen, so einer Type wie mir, in dem Fitnessstudio, in dem er mit den anderen Elite-Sportlern trainierte. Und diese Person wollte ihm Dopingmittel verkaufen. Ich habe ihn ernst genommen. Er war im Dopingsystem beteiligt und kannte Leute, die da auch drin waren. Er wusste Bescheid über die. Wissen Sie, die kennen sich alle untereinander. Also nach dem einen Treffen würde ich sagen, ja, das war glaubwürdig. Während des Gesprächs in der New Yorker Kanzlei notierten Pound und sein Anwaltskollege 6 Namen, die Conti ihm gegeben hatte. Namen, die in Jamaika und den Bahamas zu einem Dopingnetzwerk gehören sollen. Zurück in Kingston. Ein Name auf der vertraulichen Liste des Informanten Conti ist eine ehemalige jamaikanische Bodybuilderin. Die Suche nach ihr führt uns hierher, in den Spartan Health Club, ein beliebter Fitnessclub im Stadtzentrum. Vor kurzem, sagt man uns, hat die Bodybuilderin hier noch als Fitnesstrainerin gearbeitet. Die von Conti verdächtigte angebliche Dopingdealerin. Und zu unserem Erstaunen erfahren wir, in diesem Fitnessclub sind Usain Bolt und andere jamaikanische Athleten regelmäßig zum Krafttraining zu Gast. Die Hinweise der Welt-Anti-Doping-Agentur könnten also sehr brisant sein. Bei der WADA hieß es jetzt auf Nachfrage, diese Informationen habe sie an die zuständigen Anti-Doping-Einrichtungen weitergeleitet. Das ist die zuständige Behörde in Jamaika. Schon 2005 gegründet, aber erst 2008 nahm sie die Arbeit auf. Die jamaikanische Anti-Doping-Kommission. Wir fragen erneut Herb Elliott, den früheren Teamarzt der jamaikanischen Leichtathleten, jetzt Mitglied der Kommission. Haben Sie Informationen von der WADA erhalten? Nein. Die WADA gab keinen Namen an jamaikanische Behörden? Nein, dafür gab es keine Notwendigkeit. Sie müssten es wissen? Das würde ich wissen, denn ich bin einer der Verantwortlichen hier. Und die Regierung und die Leute hier in Jamaika vertrauen mir genug, um solche Dinge zu berichten. Was ist mit diesen Informationen passiert? Die WADA ist dem nicht nachgegangen. Ich denke, es gibt wohl Meinungsverschiedenheiten dort, ob Conti ernst genommen werden soll oder nicht, oder ob er Informationen hat, die hilfreich wären. Aber warum nicht? Das ist der Punkt. 8 Monate später, August 2008, Peking. Das ist aus, aber jetzt kommt schon Usain Bolt! Usain Bolt was in the dash. Usain Bolt, it's gonna be gold for Jamaica. That is superb. It's a new world record. Spätestens nach Triumphen wie diesem schaut die ganze Welt auf Jamaika. Und Jamaika weiß das. Die Regierung schaltet sich ein. Frühjahr 2009. Besuch der Sportministerin in der Anti-Doping-Kommission. Die Ministerin sagt, dass eigentlich kein Grund bestehe, den Sportlern des Landes zu misstrauen. Was unsere Athleten machen? Sie trainieren. Sie essen das Richtige. Jamaika hat großartiges Wasser. Die Sportler haben einen gesunden Lebensstil. Wir machen uns wirklich keine Sorgen, dass unsere Athleten positiv getestet werden. Will be tested positive. Juni 2009, Kingston.
5 Sprinter werden bei den jamaikanischen Meisterschaften positiv getestet. 2 der Sportler trainieren im selben Team wie Usain Bolt. Dann die überraschende Wende vergangene Woche. Alle werden unter mysteriösen Umständen entlastet. Jetzt gibt es Protest, Ausgang ungewiss. Einer sah die Situation in seinem Land schon vor diesen Vorfällen kritisch. Alles ist möglich. Sie können versteckt trainieren und dabei geheim dopen. Sie können herkommen, hier sitzen und erzählen ihnen dann, dass sie keine Drogen nehmen. Aber sie machen es trotzdem. Und was denken die Leute? Das sind ja freundliche Typen. Also ich finde, du musst einfach unvoreingenommen sein. Das heißt, sie trauen keinem? Ich traue niemandem. Ich traue niemandem. Die jamaikanischen Dopingbekämpfer geben sich jetzt gut gerüstet. Ein abgetrennter Bereich im Gebäude. Fast wie in einem Hochsicherheitstrakt. Hier werden tausende Urinprobenbehälter aufbewahrt. Jederzeit griffbereit, wenn die Jamaikaner ihre Athleten im Training kontrollieren wollen. Eins kann ich sagen. Wir testen sie ungefähr alle 5 Tage. Nicht immer die gleichen, aber immer die Top-Athleten. Trainingskontrollen in Jamaika. Wir fragen bei der Welt-Anti-Doping-Agentur nach, wenige Tage vor der WM in Berlin, wie sie die Fortschritte beurteilt. Sie haben noch immer nicht angefangen, Dopingproben zu nehmen. Sie mussten ihre Kontrolleure ausbilden, wir haben ihnen dabei geholfen. Sie mussten einen Plan für das Testen bei Wettkämpfen, im Training oder bei beidem auf den Weg bringen. Und wir haben sie dazu gebracht, das ohne weitere Hilfe von uns tun zu können. Und so, wie ich hier heute sitze, sehe ich nicht, dass sie mit ihrem Programm angefangen haben. Und das ärgert uns. Widersprüche, nicht verfolgte Spuren zu Dopingverdächtigen und Ungereimtheiten. In Jamaika hat die Glaubwürdigkeit der Dopingbekämpfung schwer gelitten. Die der regionalen Behörden, aber auch die der Welt-Anti-Doping-Agentur. Zurück in Mexico City. Es gäbe gar kein wirkliches Interesse an Dopingbekämpfung in der internationalen Leichtathletik, glaubt Angel Heredia. Es gehe ums Geld, sagt er. Das ist auch die Sprache, die er am besten versteht. Hunderttausende hat er in seinem Geschäft verdient. Auch andere wollten immer mitverdienen, weiß er. Auch die Agenten der Athleten. Jeder will da mitspielen. Wenn Sie als Agent 20% von den Athletenprämien kassieren, ich bitte Sie, das ist Ihnen egal, ob bei Dope, solange er schnell läuft. Es ist Ihr Pferd. Und Sie kassieren, einfache Sache. Agenten wissen, was abgeht. Einer dieser Agenten ist Robert Wagner, Österreich. Einer der renommiertesten in der Szene. Er hatte schon Ben Johnson unter Vertrag, der spektakulärste Dopingfall der Leichtathletikgeschichte. Heredia sagt, Wagner machte Geschäfte mit ihm. Wir haben über nichts anderes als Doping gesprochen. Was gut wäre für den Athleten? Können wir das System austricksen? Ja, können wir. Welche Mittel können wir verwenden? Wir können dieses oder jenes nehmen. Kannst du was für mich herstellen? Ja. Wie viel zahlst du? Wie viel nimmst du? Ist das okay für dich? Ja, das ist okay. Hatte sie für Dopingmittel bezahlt? Oder für die Herstellung davon? Cash. Die Besprechungen mit Wagner, so Heredia, fanden in der Zeit 2004-2005 statt. Robert Wagner war hier, um Dopingmittel von mir abzuholen. Ich gab die einer Vertrauensperson, damit die es Robert Wagner gibt. Und der nahm es mit nach Europa. Einer der einflussreichsten Leichtathletikmanager der Welt, Robert Wagner. Die Liste der von ihm betreuten Athleten im Zeitraum 2004-2005. Aus vielen Ländern, auch aus Deutschland. Bis auf wenige ist bis heute bei keinem der Athleten ein Dopingverstoß oder Verdacht bekannt. Diese 4 Athleten wurden auffällig in der Zeit, als sie von Wagner betreut wurden. Er gab auf Nachfrage keine Stellungnahme ab, sagte aber jetzt, er habe mit Heredia nie zu tun gehabt und unterstütze aktiv den Kampf gegen Doping. Aktiv gegen Doping. Europa gilt als vergleichsweise fortschrittlich im Kampf gegen den Betrug im Sport. Wir sind zurück in Österreich bei Stefan Macina. Noch bis zum Frühjahr dieses Jahres war der Leichtathletikmanager in der Dopingszene dick im Geschäft. Damit er und seine Kunden aber nicht aufflogen, konnte er sich stets auf Helfer verlassen. Korrupte Dopingkontrolleure.
das Speziellste war sicherlich die Möglichkeit, dass ich meine Athleten intern testen konnte, und zwar in WADA-akkreditierten Dopinglabors, in Dopingkontrolllabors. Labore der Welt-Anti-Doping-Agentur als Erfüllungsgehilfen für Betrüger. Machina demonstriert, wie er es gemacht hat. Er traf die Sportler diskret dort, wo keiner zuschaute. Sie übergaben Urinproben und Geld. Das war für mich über eine sehr lange Zeit möglich. Mehrere Jahre? Mehrere Jahre, ja. Mit vielen Athleten? Mit eigentlich sehr vielen, ja. Auch vielen Leichtathleten? Auch Leichtathleten. Machina musste dafür stets auf Reisen gehen. Im Gepäck die Urinproben der Sportler, um sicherzustellen, dass sie bei der nächsten offiziellen Kontrolle nicht erwischt werden. Der geheime Vortest in einem WADA-akkreditierten Kontrolllabor. Das heißt, Sie haben quasi zusammengearbeitet, konspirativ, mit Mitarbeitern von offiziellen Dopingkontrolllaboren? Ja, natürlich. Wo sind diese Labore? In Mitteleuropa. Wie viele waren das? Mehr als eines. Treffpunkt mit dem Labormitarbeiter. Erst die Proben, dann das Geld. Wenn der Kontrolleur sagt, ja okay, ich mache dir das für 150 Euro oder für 300 oder für 500, na, dann wird das halt bezahlt. Ist ja sowieso irrelevant für den Sportler, der aufgrund dieser Informationen dopen kann und dann an große Geldmengen herankommt. So war es ein leichtes für ihn, mit Hilfe von Mitarbeitern in WADA-Laboren Sportler perfekt einzustellen. Und die Doper konnten sich stets in Sicherheit wiegen. Hat einige Jahre ganz gut funktioniert. Und funktioniert auch immer noch. Nachfrage bei der Welt-Anti-Doping-Agentur. Weiß sie über solche Vorgänge Bescheid? Nein, das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn das stimmt, dann müssen wir zuerst nachfragen, was die Labore dazu zu sagen haben. Wenn wir mit der Antwort nicht zufrieden wären, dann würden wir ein Verfahren einleiten und dem Labor die Akkreditierung entziehen. Das ist einfach nur skandalös und ein sehr gefährlicher Regelbruch, einer der schlimmsten. In 3 Tagen beginnt die Leichtathletik-WM in Berlin. Ein großes Fest des Sports oder eine große Bühne, auch für Betrüger? Du willst die Wahrheit weder wissen noch hören. Wenn du sie hörst, willst du sie nicht wahrhaben. Du willst, dass dein Traum weitergeht. Ich habe mich jetzt verabschiedet, ich hinterlasse ein Vakuum und das Vakuum wird sich füllen, wenn es nicht schon gefüllt ist. Wir werden Doping niemals ganz aus der Welt schaffen. Es wird immer ein Teil des Sports sein. Verstehen Sie? Ich verstehe. Noch wenige Tage bis zu den Olympischen Winterspielen in Vancouver. Kulissen, vor denen die Athleten aus aller Welt spektakuläre Bilder liefern werden. Hinter diese Kulissen schaut der Sport nur ungern. Hatten Olympische Winterspiele abseits vom Sport für mehr Aufsehen gesorgt. 2006 Turin. Polizeirazzia an Olympiaquartieren der österreichischen Langläufer und Biathleten. Der Grund: Verdacht auf die Nutzung und den Besitz von zum Doping geeigneten Mitteln. Strafbahn Italien. Zahlreiche Medikamente, Injektionsbestecke und Blutbeutel werden sichergestellt. In den späteren Verfahren etliche Sportler und Betreuer gesperrt. Und der Mann, der für die Kenner der Szene als Drahtzieher galt, flüchtete vor der Polizei. Er kam nicht heil nach Hause.
Die Olympischen Spiele 2006 produzierten unerwartete Bilder. Wir sind unterwegs in Österreich, in einem entlegenen Winkel der Steiermark. Wir suchen diesen Mann, der die zentrale Figur des größten Skandals der Wintersportgeschichte gewesen sein soll. Er hat sich in die Provinz zurückgezogen. Wir treffen Walter Mayer. Seit Jahren im Visier der Ermittler. Als Trainer soll er Drahtzieher raffinierter Dopingpraktiken gewesen sein. Den Job verloren, ein Strafverfahren anhängig, er saß in Untersuchungshaft. Einem Interview stimmte er nur zögerlich nach mehreren Treffen zu. Danach tauchte er wieder ab. Mayer behauptet, er weiß, was in der Szene läuft. Im Höchstleistungssport mitzulaufen, um mit Doping nicht in Berührung zu kommen, ist unmöglich. Er bestreitet aber, jemals selbst die Grenzen des Erlaubten überschritten zu haben. Ich war immer eins, der die Meinung vertreten hat, und das leider lautstark. Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Mayer, ein Grenzgänger in vielerlei Hinsicht. Er überschritt laut Sportgerichtsurteil die Grenzen des Erlaubten. Die Untersuchungskommission des IOC sah den Dopingverdacht hinreichend belegt. Dank der italienischen Gesetzgebung haben wir Dopingbetrug im österreichischen Team der Biathleten und Skilangläufer feststellen können. Was wir auf direktem Wege gar nicht festgestellt hatten, sie waren ja negativ getestet worden. Für mich ist es eine Farce. Es wird der Schein erzeugt, als würde das mit letzter Konsequenz bekämpft werden. In Wirklichkeit werden einige Leute verfolgt und das war's. Sechs Österreicher, Biathleten und Langläufer wurden gesperrt. Fünf von ihnen auf Lebenszeit von Olympischen Spielen ausgeschlossen. Doping zugegeben hat keiner. Turin, Januar 2010. 4 Jahre sind seit den Spielen vergangen. Noch immer läuft der Prozess. Die Anklage der italienischen Staatsanwaltschaft lautet Begünstigung von Dopingpraktiken. Der Vorwurf des Chefanklägers Raffaele Guariniello richtet sich nicht nur gegen die österreichischen Sportler, sondern auch gegen deren Betreuer und Funktionäre. Sogar gegen die Führungsspitze des österreichischen Skiverbandes. In dieser Art des Dopings ist der Athlet nur das letzte Glied einer Organisation. Hinter dem Athleten bewegen sich viele Personen. Der ihn trainiert, der ihn medizinisch betreut, der Chemiker. Das ist eine Organisation im Dienste des Sportlers. Wer gewinnt, erhält auch die finanziellen Mittel, die nachher verteilt werden. Das ist ein Problem, das in jeder Art von Sport bekämpft werden muss. Für den in Dopingverfahren routinierten Staatsanwalt ist das Ganze ein mühsames Puzzlespiel. Guariniello und seine Kollegen haben im Laufe der Jahre in vielen Bereichen der Kriminalität in Italien ermittelt. In der Sportszene trifft er auf besonders große Schwierigkeiten. Das Phänomen des verschlossenen Zeugen oder sogar der Falschaussage, das ist auch mir gut bekannt. Es ist auch in anderen Bereichen, in denen wir arbeiten, nicht wenig verbreitet. Ich muss aber eins in gewissem Sinne hinzufügen. Wenn man vom Sport spricht, dann ist die Neigung zur Verschwiegenheit noch stärker verbreitet. Das Doper über Doping reden war im Wintersport bisher ein Tabu. Ein nordischer Skisportler aus Mitteleuropa ändert das jetzt. WM Olympiateilnehmer, einer der besten der Welt. Immer wieder treffen wir uns mit ihm in den letzten Monaten, führen lange Gespräche. Er trägt sich mit dem Gedanken, die Wahrheit zu erzählen, zweifelt aber immer wieder. Kurz vor Vancouver entscheidet er sich doch für ein Interview. Anonym, denn er hat Angst um seine Familie und fürchtet Repressalien. Er gibt uns einen Einblick in sein Sportlerleben. Ich glaube, die Doping-Situation im nordischen Skisport ist nicht viel anders als im Radsport. In Ausdauersportarten, das ist so 10 Sekunden. Vor allem im Skilanglauf habe ich mitbekommen, dass in der Weltspitze massiv gedopt wird. Gerade auf den längeren Distanzen ist es unmöglich ohne, ich sag jetzt mal, EPO oder Blutdoping, dass man jetzt irgendwo vorne mitläuft.
Genommen wird vorwiegend EPO, verschiedene EPO-Varianten, früher etwa Aranesp und Dyn-EPO, heute die Biosimilars. Wachstumshormon wird auch genommen und Anabolika. Das ist, was ich weiß. Wir reisen nach Wien. Die österreichische Kulturmetropole hat für jeden etwas zu bieten. Auch für Blutdoper. Im 9. Bezirk. Auf dem Weg in die Alserbachstraße zu einem Unternehmen, bei dem man Blutplasma spenden kann. Humanplasma. Ankunft am Ziel auf der rechten Seite. Sonntags ist hier geschlossen. Doch jahrelang war dieser Tag für eine besondere Kundschaft reserviert. Ich bin dort am Vorabend angereist, hatte einen Termin am Sonntag so gegen 10, 11 Uhr. Ich bin dort einige Male hingegangen, nach der Saison im April und dann jeweils 3 Wochen später. In dieser Phase des Jahres trainiert man als Wintersportler nicht und es fällt nicht auf, wenn man durch die Blutabnahme erstmal mit der Leistung runterfällt. Ich habe mir dort einige 100 Gramm rote Blutkörperchen entnehmen lassen. Ich habe mich wie ein Vollprofi gefühlt. Das gehört einfach dazu. Das Doping bei Humanplasma war ja noch die sauberste Form des Dopings. Das eigene Blut. Es wird keine Chemie zugesetzt. Es wird nur eingefroren und später wieder zurückgeführt in den Körper. Ich hatte kein schlechtes Gefühl. Man hat es machen müssen, um eben international zu bestehen, genauso wie Training, wie Schlafen. Wie Essen hat das einfach mit dazugehört. Es war ein kleiner Baustein vom Ganzen, weil man wusste, dass es die anderen so ähnlich machen. Der ganze Vorgang hatte vielleicht 40, 45 Minuten gedauert. Für mehrere Abnahmen waren ein paar tausend Euro zu bezahlen. Bar. Das war's. 2, 3 Tage vor den Wettkämpfen hat man das Blut dann zurückgeführt. Den Termin hat man selber entscheiden können, je nach Saisonplanung. Ich war nicht der Einzige, andere nordische Skisportler waren auch da. Man war froh, dass man es gehabt hat, um Chancengleichheit herzustellen. Sein Körper konnte so mehr Sauerstoff aufnehmen, mehr leisten. Dopingfahnder haben keine Chance. Eigenblutdoping ist nicht nachweisbar. Humanplasma. Hinter den Kulissen eine Blutbank für eiskalten Betrug. Das Unternehmen musste einräumen, dass in den Jahren 2003 bis 2006 geheime Blutabnahmen bei Athleten vorgenommen wurden. Wer aber waren die Kunden? Dass Wintersportler darunter waren, ist neu. Ruhpolding, Oberbayern. Das vorletzte Biathlon-Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen. Mutmaßungen über mögliche Verstrickungen in der Causa Humanplasma begleiten deutsche Wintersportler schon seit langem. In den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und den Unterlagen, die den nationalen Anti-Doping-Agenturen vorliegen, sollen sich aber keine Informationen zu deutschen Sportlern befinden. Wir haben mit den zuständigen Behörden in Wien und in München, mit den Staatsanwaltschaften gesprochen, auch mit der NADA in Österreich, mit der NADA in Deutschland. Und alle haben uns bestätigt, dass eben keine deutschen Sportler involviert sind in diese ganze Angelegenheit. Das ist der Kenntnisstand, den wir haben. In Kärnten am Millstätter See. Hier wohnt Arnold Riebenbauer. Er war früher unter anderem Untersuchungsrichter und dabei für die Aufklärung von Straftaten zuständig. Vor 2 Jahren ermittelte er im Zusammenhang mit möglichen Dopingverstrickungen österreichischer Skisportler im Auftrag des Nationalen Verbandes, auch zu Humanplasma. Er erhielt dabei auch Informationen zum internationalen Kundenkreis der Firma. Vor allem Ausländer sollen dort seinen Recherchen zufolge gewesen sein. Ja, insbesondere ausländische Sportler, da gab es einige Namen, die mir genannt wurden. Wir haben diese Sache aber nicht verfolgen können, weil eben uns die Kompetenz dazu fehlte. Denn sein Auftrag bezog sich nur auf Skisportler aus Österreich. Riebenbauer musste sich als Ermittler des Sportverbandes allein auf die Richtigkeit der Zeugenaussagen und Befragungen verlassen. Der Jurist wählt seine Worte vorsichtig. Er gibt aber jetzt erstmals mehr Preis. Gab es auch Hinweise auf Sportler aus Deutschland? Es gab auch Hinweise auf Sportler aus Deutschland, ja, richtig. Aus welchen Sportarten? Wintersport, aber wir hatten keine konkreten Namen. Bezogen sich diese Hinweise auf Sportler aus den Bereichen Biathlon und Skilanglauf? Ja.
Waren diese Hinweise aus seriösen Quellen? Zumindest aus Quellen, die es wissen müssten. Quellen aus dem Wintersport in Österreich? Ja. Mehr wollte er nicht sagen. Die Informationen gab er auch an die österreichischen Behörden weiter. Doch egal, wie fundiert Riebenbauers Hinweise zu deutschen Sportlern gewesen sein mögen, die österreichischen Behörden hatten gar nicht den gesetzlichen Auftrag, diesen nachzugehen. Die Widersprüche zu der Frage, ob auch deutsche Athleten beteiligt waren, bleiben bestehen. Er ist bisher nie positiv getestet worden. Er bekam nie eine Schutzsperre wegen auffälliger Werte, trotz regelmäßigen Dopings. Heute wird noch immer Blutdoping betrieben, so wie in Wien. Und EPO in Minidosierungen, abends nach 10 Uhr, das ist ideal. In der Nacht kommt ja kein Kontrolleur, am Morgen findet er sowieso nichts mehr. Man muss eben aufpassen, die Einnahmezeiten einhalten, es nicht übertreiben. In Salt Lake City 2002 haben sie den Johann Mülek, der startete damals für Spanien, ein kleiner Verband, aus dem Verkehr gezogen mit Aranesp. Während andere, so wie ich, genau das Gleiche genommen haben und es ist nicht gefunden worden. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen stand er schon häufig vor der Kamera. Stets gab er den sauberen Athleten. Das Lügen entwickelt sich mit der Zeit. Als junger Sportler ist man ja unbefangen. Wenn man das vorher wüsste. Viele würden den Schritt in den Leistungssport nicht wagen, wenn die wüssten, was wirklich gespielt wird. Davon bin ich überzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht mit Sport begonnen hätte, hätte ich im Vorfeld gewusst, was abläuft. Was ich machen muss, um an der Weltspitze zu bestehen. Als junger Sportler war immer mein Ziel Weltmeister, Olympiasieger. Und das sind Ziele, die verfolgt man beinhart. Und dann kommt der Tag, da merkt man, es geht nur mit Doping, dass man vorne mitmischt. So erfuhr er, was hinter den Kulissen seines Sports abläuft. Eine Parallelwelt. Jede Nation streitet Doping ab, es ist streng geheim. Gewisse Kreise, die das Doping organisieren, wissen schon voneinander Bescheid und tauschen sich aus. Da wird sich abgesprochen, was auf dem Markt ist, was man machen kann, wie Kontrollsysteme funktionieren. Da gibt es Absprachen und einen Informationsfluss. Wissen Sie, der Sport ist total scheinheilig und die, die am lautesten schreien, sind die schlimmsten. Januar 2010. Wir sind in Lausanne in der Schweiz. Ein offizielles Kontrolllabor der Welt-Anti-Doping-Agentur. Hinter 20 cm dickem Stahl im Kühlraum, eiskalt gelagert, mehr als minus 20 Grad. Blut und Urin von den besten Sportlern der Welt. Jederzeit auftaubar, um Dopingmittel doch noch zu finden, für die früher die Nachweismöglichkeiten fehlten. Die Proben der Athleten der Winterspiele in Turin 2006 liegen hier auf Eis. Unberührt bis jetzt. Da kann man sich hundertprozentig sicher sein, würde man Turin nachtesten, würden, ich glaube, sehr viele Medaillengewinner in einem schlechten Licht erscheinen. Eine schwerwiegende Behauptung. Peking 2008. Bei den Olympischen Sommerspielen vor 2 Jahren wurde auf massiven öffentlichen Druck hin nachgetestet und unter anderem Sera gefunden, ein fortgeschrittenes EPO-Produkt, genommen von Ausdauersportlern, sogar von einem der Sieger in Peking. Die Proben der Spiele von Turin hat das Internationale Olympische Komitee bisher unangetastet gelassen. Wir fragen Thomas Bach, den Vizepräsidenten des IOC, warum. Unsere Experten sagen mir, dass es gegenwärtig noch keine Anhaltspunkte gibt, dass insbesondere Cera in Turin schon Anwendung gefunden hat. Wenn es solche Anhaltspunkte gibt, dann sollte sofort nachgetestet werden. Cera, bekannt geworden bei der Tour de France 2008. Stefan Schumacher, Bernhard Kohl, Ricardo Rico. Sie alle wurden mit dem Dopingmittel überführt, das in der Szene als nicht zu entdecken galt. 4 Jahre nach den letzten Winterspielen gehen die medizinischen Experten des IOC aber davon aus, dass Cera noch nicht in Turin 2006 benutzt wurde. Ich wurde 2003 das erste Mal kontaktiert, um Cera zu besorgen, wo
Wobei ich so naiv war, dass ich geglaubt habe, das ist das Wachs Zera. Es gibt ein Skiwachs und das heißt auch Zera. Bis mir der erklärt hat, nein, es gibt eine Generation von Epo und das nennt man Zera. Und das ist seit 2002 mehr am Markt. Und bei der Tour de France wird es schon benutzt. Erst Mitte 2007 ist Zera als Medikament für Nierenkranke in die Apotheken gekommen. Hatte der Sport über dunkle Kanäle bereits Jahre zuvor Zugriff auf das extrem leistungssteigernde Mittel? Die Antwort darauf ist noch versiegelt. Es gab bisher noch keine Nachtests. Ich finde es einen Skandal, dass es noch nicht passiert ist. Man hat darin mit mir ein Medienspektakel veranstaltet, um den Schein zu wahren, man würde Doping ernsthaft bekämpfen. Fakt ist, dass ich mir sicher bin, wie man jetzt weiß, dass Zera, Dynepo, Biosimilar von den Russen in Turin hundertprozentig benutzt wurde. Ein schwerer Vorwurf, über den die Öffnung der Proben Klarheit bringen könnte. Die Fakten nähren indes einen schweren Verdacht gegen Russland. Seit rund einem Jahr wurden 11 russische Biathleten und Langläufer des Dopings überführt. Darunter Weltmeister, Olympiasieger, Weltcup-Führende. Moskau. Kurz vor den Olympischen Winterspielen muss Russland mit dem Image leben, ein Paradies für Doper zu sein. Das offizielle Doping-Kontrolllabor. Der Leiter, Grigori Rodchenkov, versucht mit seinen Kollegen genau hinzuschauen bei den Sportlern des Riesenreichs. Er macht sich aber keine Illusionen. Effektive Dopingkontrollen in Russland lägen nicht immer im nationalen Interesse. Wenn die Dopingkontrollen zu 100% funktionieren, dann verlieren sie natürlich einige ihrer Weltklasseathleten. Und einen Weltklasseathleten aufzubauen, kostet sie etwa $1 Million über 5-6 Jahre. Und wenn er dann kurz vor den Olympischen Spielen positiv getestet wird, dann ist das ein großes, großes Desaster. Der Vorwurf an Russland lautet oft Doping im Staatsauftrag. Grigori Rodchenkov ist zumindest davon überzeugt, dass die Manipulation von Sportlern in kleinen Zirkeln hochprofessionell durchgeführt wird. Die Drahtzieher dahinter haben Wissen, das eigentlich nur offizielle Labore wie wir haben können. Sie besitzen alle Informationen oder haben sogar ein eigenes Labor. Die Möglichkeiten professionellen Dopings. Man muss nicht einmal weit reisen, um fündig zu werden. Ein paar hundert Kilometer westwärts nach Weißrussland. Ende Januar in Minsk. Die Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik steht in dem Ruf, eines der Zentren des Dopings in Osteuropa zu sein. Für den Handel mit Dopingmitteln und für verbotene Methoden wie Blutdoping. Wir treten nicht als Fernsehteam auf und drehen mit versteckten Kameras. Besuchen einer Klinik nicht weit vom Stadtzentrum, wo ein Blutplasmaspendedienst eingerichtet ist. Eine Ärztin zeigt uns die Räumlichkeiten. In Einrichtungen wie dieser wird Blutplasma für medizinische Notfälle und die Forschung gesammelt. Die Gerätschaften auf dem neuesten Stand der Technik. Das Blutplasma, das eine gelbliche Färbung hat, wird gleich nebenan eingefroren. Wir geben uns als Skilanglauftrainer aus Deutschland aus. Wo in Minsk könnten unsere Sportler am besten Blutdoping machen, fragen wir. Die Ärztin sagt, hier geht es nicht. Wir sollten mal bei einem Kollegen woanders nachfragen und gibt uns die Adresse eines Krankenhauses. Eine halbe Stunde später. Ein leitender Arzt empfängt die angeblichen Trainer aus Deutschland höflich. Wir benötigen Spezialbehandlungen für unsere Sportler. Konzentrate von roten Blutkörperchen. In welchen Mengen? 400 Gramm pro Athlet, bei einer Abnahme vielleicht. Das ist verboten. Aber wenn Sie unser Gesundheitsministerium fragen und die sagen ja, dann kein Problem, wir stehen bereit. Eigentlich geht das für Ausländer ja nicht. Für Weißrussen wäre das schon zu machen. Und er fährt fort? Kommen Sie in ein paar Wochen wieder. Ein Kollege macht eine private Blutbank auf, da können Sie mal fragen. Für den ist es egal, ob ein Blutspender oder ein Sportler kommt. Das ist dann ja kommerziell. Wir wollen auch das Dopingmittel EPO für unsere Sportler bekommen. Wir fragen in mehreren Apotheken nach. Schließlich sagt man uns, hier sind Sie richtig. EPO-Spritzen frei über den Ladentisch. Ohne Rezept, ohne jegliche Nachfrage.
bequem per Kreditkarte bezahlt. Ein Medikament für Nierenkranke, von Spitzensportlern missbraucht. Wir wollen aber mehr. Der Verkäufer in einem Laden für Nahrungsergänzungsmittel. Ein Anruf bei einem Bekannten. Wir bekommen einen vielversprechenden Tipp. Heute noch sei ein guter Zeitpunkt, diesen Bekannten zu treffen. Am Abend in Minsk. Ein Kellerraum im Stadtzentrum. Wieder drehen wir mit versteckter Kamera. Eine Art Fitnessstudio. Wir treffen den Chef. Wir sind Langlauftrainer aus Deutschland und möchten ein paar Mittel für unsere Athleten kaufen. Geht das bei Ihnen? Ja, das geht. Wir haben eigentlich alles da. Alles Originale. Mit Fälschungen wären wir schon längst weg vom Fenster. Wir machen das schon seit 10 Jahren. Hier bekommen wir Wachstumshormone. Direkt aus dem Kühlschrank. Und im Spind Anabolika verschiedenster Sorten in rauen Mengen. Pillen, Kapseln, en gros, Injektionslösungen. Alles auf der Dopingliste. Und wer kommt so alles zu Ihnen? Auch Spitzensportler? Die weißrussischen Leichtathleten trainieren in der Stadt. Die kommen oft hier vorbei. Die Ärzte auch, die nehmen, was kurzfristig wirkt. Manches ist erlaubt, manches nicht. Sie kaufen Primabol, Oxandrolon zum Beispiel. Kommen Sportler auch von woanders her? Ja, oft kommen sie aus Litauen und aus Lettland. Und auch aus Russland. Wir arbeiten mit vielen Leuten. Aber nehmen Sie das jetzt mal weg vom Tisch. Das muss ja nicht jeder sehen. Ein Schnäppchen für diese Menge. $440. Wir nehmen alles mit zurück nach Deutschland. Nach 24 Stunden in Minsk haben wir Dopingmittel für mehr als eine ganze Mannschaft im Gepäck. Und die Aussicht, in wenigen Wochen in dieser Stadt Blutdoping betreiben zu können. Stockholm im Dezember. Festtagsstimmung bei den Dopingbekämpfern. Da, wo sonst die Nobelpreise verliehen werden, feiert die Welt-Anti-Doping-Agentur ihren 10. Geburtstag. Die WADA glaubt, alles gut im Griff zu haben. Was wir geleistet haben in den zurückliegenden 10 Jahren, ist kaum weniger als ein Wunder. Man sieht, was alles gelingen kann, wenn man ein Problem erkennt, zielstrebig an einer Lösung arbeitet und eine gute Führung hat. Dann kann man weltweit viel bewegen. In Köln am Dopingkontrolllabor geht ein paar Monate zuvor ein außergewöhnlicher Anruf ein. Das Bundeskriminalamt ist in der Leitung. Die Ermittler haben eine Nachricht für die Dopingfahnder. Informationen zu einem neuen Mittel. S107. Es ist eine Substanz, die in ein paar Jahren Herzleiden behandeln soll, die sich noch in der frühen klinischen Testphase befindet und auf die nur Forscher Zugriff haben. Schon im Tierversuch wurde bei diesem Mittel eine massive Leistungssteigerung nachgewiesen. Durch S107 werden neue Mechanismen, die erst kürzlich wissenschaftlich erforscht wurden, beeinflusst, die Muskelermüdung deutlich reduzieren können. Was heißt das für die Leistungsfähigkeit? Die Ausdauerleistungsfähigkeit wird etwa um 20% verbessert. Also für einen Sportler ein absolutes Missbrauchspotenzial. Wenn man den Übertrag von Labortier zum Sportler nehmen kann, dann ist es sicherlich mit einem großen Missbrauchspotenzial versehen. Wegen dieser Gefahr haben die Kölner Forscher reagiert und zugleich ein Doping-Nachweisverfahren entwickelt. Aus gutem Grund. In Wien eröffnet in wenigen Tagen das Radsportgeschäft von Bernhard Kohl. Bei der Tour de France 2008 dopte er mit Cera, flog bei einem Nachtest auf und beendete seine Karriere. Er wurde Kronzeuge für die österreichische Polizei. Er kennt S107 schon seit Sommer 2008. S107 habe ich ungefähr 2-3 Wochen vor der Tour de France das erste Mal aufgeschnappt. Und ja, es wäre durchaus möglich, dass es jetzt schon im Einsatz ist. Sei am Mäusen getestet und sei in der klinischen Testphase und wird wiederum, und da sind wir beim Thema, im Höchstleistungssport verwendet. Die WADA lässt aber nicht auf S107 testen, setzt es nicht auf die Liste der verbotenen Mittel und teilt uns mit. Die WADA hat noch keine Informationen zum möglichen Dopingmissbrauch und zu der Erhältlichkeit dieser Substanz. Vor wenigen Wochen, Berlin, Prenzlauer Berg. Wir wollen sehen, ob man S107 besorgen kann.
Ein erster Test im Internet ergibt nach wenigen Minuten bereits mehrere Treffer. Die Anbieter? Chemikalien-Großhändler. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Firma, die berechtigt ist, Chemikalien zu beziehen. Wir erfinden das Muscle Research Institut Berlin, das Muskelforschungsinstitut Berlin. Zur Tarnung gehört auch eine Internetseite, die wir mit wenig Aufwand erstellen. Sie besteht aus nichts anderem als unserer Adresse und einer Beschreibung unseres erfundenen Instituts. Alles ausgedacht. Unsere Scheinfirma bestellt bei zwei Unternehmen aus Estland und aus Deutschland. Jeweils ein paar Milligramm für mehrere hundert Euro. Es sind nur kleine Rationen. Mehrere hundert Gramm wären nötig, um eine ganze Olympiamannschaft zu versorgen. Auch das, sehen wir, wäre möglich. Große Mengen, kein Problem. Wir warten zwei Wochen, glauben nicht mehr, dass wir S107 erhalten werden. Dann aber kommt plötzlich ein Paket aus Baden-Württemberg, ein anderes aus Estland trifft nur wenige Tage später ein. Wir bringen die gelieferten Substanzen nach Köln zu Professor Teves. Ist es tatsächlich das Mittel, von dem die WADA behauptet, es wäre nicht zu bekommen? Und auf das sie in Vancouver nicht testen wird? 3 Stunden dauert die Analyse der farblosen Substanz. Herr Teves, mit was haben wir es jetzt hier zu tun? Die chemische Analyse hat gezeigt, dass wir es eindeutig mit S107 zu tun haben. Wir haben einen sogenannten chemischen Fingerabdruck generiert, der die Substanz eindeutig charakterisiert und identifiziert. Und von daher haben Sie genau das erhalten, was Sie auch bestellt haben. In Lausanne will sich derweil die WADA von ihrer besten Seite präsentieren. Diesmal erklärt sie kurz vor den Olympischen Spielen Journalisten aus der ganzen Welt ihren Erfolg in der Dopingbekämpfung. Wir zeigen dem Generalsekretär der WADA unseren Einkauf, S107. Besorgt es Sie, dass S107 so leicht zu bekommen ist? Ja, das tut es. Und ich werde diese Sorgen weitergeben. Jeder Versuch von Athleten, mit Substanzen zu betrügen, von denen sie glauben, dass sie leistungssteigernd sind, die aber keine Sanktionen nach sich ziehen, ist besorgniserregend. Wir müssen uns Sorgen machen, wir müssen dagegen vorgehen und das werden wir. War es falsch, S107 nicht auf die Liste zu setzen? Nein, nun, ich respektiere unsere Experten und ihre Entscheidungen. Ich muss diese umsetzen, das ist meine Aufgabe. Wir werden das Thema noch einmal aufnehmen und nach diesem Interview werde ich sicherstellen, dass unsere Experten über die Dinge informiert sind, über die sie mir berichtet haben. Hier in Vancouver ist schon das umfangreichste Kontrollprogramm in der Geschichte Olympischer Winterspiele angelaufen. 2000 Tests vor und während der Spiele für 2600 Athleten. Aber wer S107 benutzt, fliegt nicht auf und muss keine Sanktionen fürchten. Und die Vergangenheit Olympischer Spiele zeigt, trotz moderner Analysegeräte sind viele Mittel und Methoden für die Fahnder nicht zu entdecken. Ich war bei Olympia gedopt und keiner hat's gemerkt. Erwischt werden auch in Vancouver nur die, die nicht wissen, wie Doping wirklich funktioniert. Werden die Sieger von Vancouver aus Ihrer Sicht sauber sein? Was glauben Sie? Die Sieger am wenigsten. Warum nicht? Sonst würden sie nicht siegen. Er wünscht sich Siege ohne Betrug und würde gerne mehr dazu beitragen. Aber der Preis dafür ist hoch. Man denkt, man ist ein Verräter irgendwie, wenn man das jetzt zugibt. Auch wenn man weiß, dass er gedopt werden muss. Man will zwar das ganze System nicht, aber man fühlt sich als Verräter den anderen gegenüber. Aus dem System kommt man schwierig raus. Die ganzen Strukturen sind falsch. Es fängt beim Verdienst an, bei den Darstellungen in den Medien. Erst wird man hochgeschrieben, dann läuft es nicht und man wird schnell fallen gelassen. Der Druck im Land, in den Verbänden. Wenn man mal nicht gut ist, ist man schnell weg vom Fenster. Irgendwann, hat er gesagt, wird er reden, ohne sich zu verstecken.